Alle jungen Deutschen zwischen 10 und 18 Jahren mussten an 2 Tagen pro Woche in der Hitlerjugend oder dem Bund Deutscher Mädchen Dienst tun. Propaganda für Hitler stand auf dem Programm. Gemeinschaftliches Erleben, Märsche und körperliche Übungen. Alles in einer strengen Organisation nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Auf diese Weise wurde frühzeitig eine ganze Generation auf den Krieg vorbereitet. Als also dann der Nationalsozialismus 1933 an die Macht kam, wurde ja das Jungvolk sofort und die HJ sofort aktuell für die Jugendlichen, und ich war dann also begeisterter Jungvolkführer und habe diese Zeit genossen bis zum geht nicht mehr, nicht in Bezug auf die politische Einstellung, sondern im Hinblick auf die Geschehnisse, die man als Jugendlicher dann machen konnte, die man also dann wirklich vor der Haustür hatte. Sportplatz, die Sportmöglichkeiten waren ja unerschöpflich zu dem Zeitpunkt. Und was denn noch schön war mit den mit seinen Jungs in die Vororte zu Geländespielen und was man alles in der Zeit machte, ohne politisch tätig zu sein. Das war schon. War da auch schon eine Militärausrichtung? Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Also daran dachte eigentlich kein Mensch. Natürlich war die Art und Weise des Umgangs mit Antreten und Stillstehen und so weiter, das war natürlich so eine Art militärischer Drill, aber den empfand man nicht als unangenehm oder sowas, sondern das war reiner Gehorsam und das gehörte einfach dazu. Erst war ich, wie gesagt, Feuer und Flamme auch. Ja. Ist ja alles gemacht worden, ne? Geländespiel oder alles, und wir sind auch verreist in Zeltlager und alles. Aber nachher, die fängt ja auch an mit Schule, alles. Muss das ja alles lernen. In der ABC-Straße hatten wir unser Heim. Ja, mit alles, ja, Adolf Hitler, die ganzen Lieder, die wir lernen mussten. Ja. Und dann, ja, Adolf Hitler am 20. April ist ja, doch. Geburtstag, ne? Jojo, das war er. Und nachher, dann hatte ich keine Lust mehr. Mit dem 10. Lebensjahr musste ich dann zum Jungvolk. Und das war für mich an und für sich eine Sache, war ganz interessant. Ich bekam jetzt eine schwarze Korthose, ein braunes Hemd mit Armbinde, mit so einer Hakenkreuzarmbinde. Aber das Interessanteste für mich war das Koppel, dieses Koppelschloss und dann das Fadenmesser. Und ich war einer der eifrigsten. Ich war immer nachmittags um 4 schon da. Und es wurde viel gesungen, wir machten Geländespiele und so weiter. Und dass ich nur so eifrig war, hat man natürlich auch wahrgenommen. Und ich bin dann 2-mal in die Lüneburger Heide übers Wochenende zum Führerlehrgang beordert worden. Aber daraus ist dann weiter nichts geworden. Die Zeit in der Hitlerjugend. Ich erinnere, dass mein Vater sagte, ich war dann schon so ein bisschen aufsässig, komm du mal erst in die Hitlerjugend, da werden sie dir die Hammelbeine schon langziehen. So, das war so ein Standardspruch. Und ich muss sagen, mir hat das einerseits nicht gefallen. Ich war klein, ich nicht besonders stark und auch nicht besonders sportlich. So, und da war nun also Sport und Kampf und was weiß ich, war gefragt. Also, das war nicht so mein Ding. Das war die eine Seite. Die andere Seite war die, dass wir in der Gemeinschaft ja irgendwo auch, das hat man gespürt, das war auch so ein Zugehörigkeitsgefühl. Und ich sehe uns noch, wie wir hier, das war hier ganz in der Nähe, die Straße längs marschiert sind, da musste die Straßenbahn musste anhalten und die Menschen, die sind teilweise stehen geblieben, manche haben auch Mütze abgenommen oder Hut. Und so, also wir waren irgendwo auch, stellten eine als Kolonne dann auch so gewissermaßen eine Macht dar. Und hatten dann auch, als Kind habe ich so mitbekommen,
Messer, Schere, Gabel, Licht dürfen kleine Kinder nicht. So, jetzt hatten wir ein Fahrtenmesser mit Blutrille dran und Blut und Ehre stand da auch drauf. Also das war ja nun ganz etwas anderes. Und insofern war das also auch schon, natürlich war alles vormilitärisch irgendwo doch schon geprägt. Und vor allen Dingen, ich habe Folgendes erlebt. Es war einer bei uns war einer der Kleinsten, der öfter mal gefehlt hatte. Und man durfte also beim HJ-Dienst nicht fehlen. So, wenn es nun krankheitsbedingt war oder so, musste also eine Entschuldigung mitbringen. Und da hieß es so, wie ist denn das? Du hast letztes Mal gefehlt, wo ist deine Entschuldigung? Habe ich nicht. Also, sollte das nochmal passieren, du bringst eine Entschuldigung mit, sonst passiert dir was. Ist das klar? Ja. So, er fehlte wieder, kam wieder, Entschuldigung, habe ich nicht. So, also, wer verabreicht dem jetzt mal eine Tracht Prügel? Alles still, keiner meldet sich. Also, sonst muss ich einen von euch bestimmen. Meldete sich einer, der war zwei Köpfe größer als dieser Kleine da. Und der hat den vor unseren Augen zusammengeschlagen. Und dann machst du so. Ja? Und wenn ich in Schulen komme als Zeitzeuge und davon erzähle, dann sage ich immer, kollektive Angst erzeugt kollektives Schweigen. Und das ist das ist ein Grundprinzip gewesen in der Nazi-Zeit, dass eben die Angst, die in der Diktatur nun mal herrscht, irgendein armer Mensch, der im KZ gesessen hat, der hat mal gesagt, wir haben unserem eigenen Hintern nicht mehr getraut und auch dieses ganze Denunziantentum, also marschiert und mussten dann diese einfache Sachen da rechts um links um die Augen links, Augen rechts und so weiter, wie es üblich auch beim Militär ist, kennenlernen, hatten ja auch immerhin schon ein sogenanntes Fahrtenmesser an der Seite, einen Brotbeutel, einen Tornister mit der Wolldecke gerollt über, so wie es eben beim Militär alles üblich war und mussten dann im Gleichschritt marschieren, aber das war es dann auch. An der Waffe selbst sind wir nicht ausgebildet worden.